Auch Herr Spraller, Optimismus durch die Ankündigung von Donald Trump, vor allem die Unternehmenssteuer zu senken, Deregulierung zu machen und so weiter und so fort. Und das Glas ist unfassbar halb voll statt halb leer. Aber die zweite Seite, die wird jetzt zunehmend beleuchtet. Nämlich, was bedeuten denn diese Zölle? Das bedeutet nämlich, dass die Inflation wieder steigen wird und dass damit die Zinsen nicht werden fallen können, sondern perspektivisch sogar weiter steigen dürften. Und das wiederum ist eine schlechte Nachricht für alle, die verschuldet sind in den USA, und das sind sehr viele Unternehmen, das sind sehr viele Konsumenten, und genau diese Erkenntnisse wird sich Bahn brechen und die Renditen wiederum, die Kapitalmarktzinsen, die werden so lange steigen, bis etwas an den Aktienmärkten kaputt geht, bis man erkennt, Geld wird immer teurer, wir leben doch eigentlich von billiger Liquidität, nämlich die Aktienmärkte, das gilt übrigens auch für Bitcoin, und dementsprechend wird die Luft jetzt immer dünner. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Und hier bringt es The Great Martis auf den Punkt, Yield won't stop rising until something breaks. Also die Renditen, die Zinsen werden weiter steigen, die Kapitalmarktzinsen, bis etwas bricht. Die Goldmänner sagen 4,6% bei der 10-Jährigen, das ist sozusagen die Make-or-Break-Marke. Da wären wir noch 13 Basispunkte von entfernt. Hier sehen wir QE-Infinity mit dem Satz, die Fed kann die Interest Rates, also die Kapitalmarktzinsen, nicht kontrollieren. Der Bondmarkt ist eigentlich, also der Anleihemarkt ist eigentlich der Boss in diesem ganzen Spiel. Denn wir sehen ja, die Fed hat die Zinsen gesenkt und die Renditen steigen dennoch. Und das, was Sie hier sehen, das ist super interessant. Wir haben jetzt erstmals die Situation, dass die 30-jährige Anleiherendite über dem Leitzins der US-Notenbank Fed ist. Was bedeutet das? Wir sehen, dass also jetzt die Erwartung, dass die Zinsen perspektivisch wieder steigen müssen, ins Kraut schießt, dass man also davon ausgeht, dass die Fed mehr oder weniger fertig ist mit ihrer Zinssenkungsbemühungen, vielleicht kommt noch was, eine kleine im Dezember, dann dürfte es gewesen sein, aber langfristig, das zeigt eben dieser Chart, rechnet man mit höherer Inflation, eben deswegen auch höheren Zinsen, weswegen die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen, jetzt höher sind für die 30-Jährige als eben der Leitzins ist. Und wie die ganze Geschichte sich hier darstellt, sehen wir bei diesen Treasury Yields, also den Anleiherenditen beginnen, dreimonatige Anleihe, sechsmonatige und so weiter. Und da sehen wir, wenn Sie mal rechts gucken, bei One Month, sehen wir, dass die fallen. Also die Anleiherenditen im kurzen Zeitfenster fallen, weil die sich sagen, naja, im kurzen Zeitfenster wird die Fed vielleicht nochmal die Zinsen senken. Aber die längeren Laufzeiten, und die sind klar im Anstieg, ob die 5-Jährige, die 2-Jährige, die 10-Jährige, die 30-Jährige, also nur die ganz kurzen Anleihenlaufzeiten, die fallen. Alles, was dann ab 12 Monate ist, also ab ein Jahr, steigt sehr, sehr deutlich. Also Botschaft der Anleihenmärkte, die Fed wird die Zinsen wieder anheben müssen. Das ist das Spiel, was wir hier jetzt gerade erleben, und damit sind die Anleihenmärkte eben der große Gegner der Fed einerseits und Donald Trump andererseits, respektive der Schuldenorgie, die Donald Trump erstmal erben, aber wahrscheinlich nicht wirklich bekämpfen wird. Hier sehen wir mal in den letzten 24 Stunden sind mal eben 35 Milliarden oder sind neue Schulden hinzugekommen, die sich gewaschen haben, dazu gleich mehr. Jedenfalls sind wir jetzt an der Grenze, sind wir praktisch an der Schwelle von 36 Billionen Dollar Zinsen, Schulden. Und zwar die Staatsverschuldung, wenn man Unternehmen und Firmen respektive die Konsumenten noch draufrechnet, sind wir um und bei hunderte Billionen. Und im Fiskaljahr 2024, das immer Ende September endet, sehen wir jetzt, dass das Ganze mit 4,92 Billionen, dass man hier diese Summen eingenommen hat, nämlich 4,92 Billionen, aber leider hat man eben 6,75 Billionen ausgegeben, sodass ein Defizit eben in diesem Fiskaljahr bleibt von 1,83 Billionen. Die Amerikaner haben nicht, und das gilt für so viele, nicht ein Einkommensproblem mit Steuern, sondern ein Ausgabeproblem. Und hier sehen wir, dass das Defizit jetzt etwa alleine im Oktober ist das zweitgrößte in der Geschichte. Es gab nur den Oktober 2020, wo Corona bedingt das Defizit in diesem Monat noch größer war, und hier sehen wir links mal diesen Anstieg eben der Verschuldung, die plötzlich ins Astronomische dreht, und dementsprechend sagen sich natürlich die Anleihemärkte, die Renditen müssen nach oben.
die Gefahr wird größer. Und das Paradoxe ist, dass gleichzeitig andere Märkte meinen, die Gefahr wird immer geringer. Das sehen wir bei den Investment-Grade-Credit-Spreads und bei den High-Yield-Credit-Spreads. Also Unternehmensanleihen, die gute Bonität haben, und Unternehmensanleihen, die schlechte Bonität haben. Beide sind praktisch auf Niedrigstständen. Man geht also davon aus, überhaupt kein Risiko für die Firmen. Und das, obwohl ich gerade gezeigt habe, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Zinsen hoch bleiben, wenn nicht sogar weiter steigen, nämlich die Leitzinsen, die Kapitalmarktzinsen auch. Und das wird ja bedeuten, dass viele Firmen sich refinanzieren müssen. Die sind jetzt über diese Hochzinsphase, wenn man davon sprechen kann, hinweggekommen, weil sie längere Kreditverträge laufen hatten. Aber die müssen jetzt Stück für Stück refinanzieren. Gerade im Jahr 2025 muss viel refinanziert werden. Und da werden viele über den Jordan gehen, weil sie sich das nicht mehr leisten können. Also das ist eigentlich aus meiner Sicht perspektivisch der No-Brainer. High Yield wird das sein, was Probleme bekommt, ist die Achillesferse, also diese Junk Bonds, diese Unternehmensanleihen mit schwacher Bonität. Dass die Fed hier jetzt anders gelagert ist, das hat gestern Miss Logan von der Fed klargemacht, die gesagt hat, also ich denke, dass wir da, wo wir jetzt mit den Zinsen sind, praktisch bei der neutralen Rate sind. Also der Rate, die weder der Zinsrate, die weder die Wirtschaft unterstützt noch bremst. Ergo, Untertitel, wir werden die Zinsen praktisch nicht mehr senken, und wahrscheinlich wird man jetzt schon mal vorbereiten, spätestens im Dezember, wenn vielleicht nochmal die Zinsen gesenkt werden, dass dann erstmal Ende Gelände ist, erstmal Pause ist, aber wahrscheinlich ist Ende Gelände. Heute werden wir eine Rede von dem Jerome Powell haben, um 21 Uhr deutscher Zeit. Das wird in Dallas stattfinden, also erst heute Abend. Davor haben wir schon mittags die Erzeugerpreise, nachdem wir gestern ja die Inflationsdaten hatten und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber Erzeugerpreise, das wird nochmal wichtig, wobei gestern die Inflationsdaten ja kamen, die wirklich Schnee von gestern sind, weil was interessiert mich die Inflation von gestern, wenn eigentlich die entscheidende Frage ist, wie wird die Inflation von morgen ausfallen, also die unter Trump. Dennoch, die Zahlen hätten schlimmer ausfallen können, so haben sich die Märkte gesagt. Aber wir sehen, dass der kurzfristige Trend jetzt wieder nach oben zeigt. Wir haben den Gütersektor, der nicht mehr deflationär wirkt. Wir sehen, dass die Hauskomponenten nicht mehr oder nicht so fallen, wie man sich gedacht hat. Dennoch sind die Märkte gestern nochmal davon ausgegangen, ja, jetzt kommt im Dezember nochmal die Zinssenkung. Die Wahrscheinlichkeit, die liegt jetzt im Bereich von 80%. So nimmt man es an. Kann gut sein, dass die Fed das nochmal tun wird. Jetzt muss ich mir hier gleich verhindern, dass hier mir ein Licht ausfällt. Deswegen da mal eben dieser Übergriff. Aber kommen wir mal zurück zur Inflation, meine Damen und Herren. Aber ein Wackelkontakt. Man hat ja oft verwiesen auf diese Trueflation-Berechnung, also die tatsächliche Realtime-Inflation, und die ist lange ja nach unten gekommen. Da haben viele gesagt, Mensch, eigentlich ist das Thema Inflation ja beerdigt. Und das Ganze, das ging so bis zum Sommer, aber seitdem geht es hier zum Beispiel wieder sehr, sehr stark nach oben. Also wir sehen, all das springt jetzt an, und zu erwarten ist eben, dass Trump ja mit diesen Zöllen letztendlich die Inflation nach oben bringt, gleichzeitig Illegale außer Landes schafft. Und hier sehen wir den Grund nochmal in einem Bild, warum Trump die Wahl gewonnen hat, weil unter ihm die Preise weniger gestiegen sind. Das war aber nicht das Verdienst von Trump. So wenig ist wahrscheinlich das originäre Verschulden von Biden-Harris waren, dass eben die Inflation in ihrer Amtszeit so stark gestiegen ist. Die Fed senkte die Zinsen auf Null in Corona, betrieb Quantitative Easing, gleichzeitig Lieferengpässe, Lieferkettenprobleme, also mehr Geld auf weniger Güter dementsprechend und die Dienstleistungen dementsprechend steigt natürlich der Wert der Güter und der Dienstleistungen. Und so sehen wir hier diesen wahrscheinlichen Ausbruch in der Rendite. Und wir sehen vermutlich ein ähnliches Muster erstmal, nämlich ein Wiederanziehen der Inflation durch die Trumpsche radikale Zollpolitik. Das ist vielleicht der Treppenwitz der Geschichte, der sich hier abspielt. Damals war es Öl, jetzt wird sozusagen der Handelskrieg 2.0 das Ganze dann auslösen. Kommen wir jetzt mal zu den Aktienmärkten, und hier sehen wir, wenn man mal genauer hinschaut, was die Wall Street noch nicht macht, dass es offenkundig Probleme mit KI gibt. Die großen Sprünge, die werden immer kleiner. So hat OpenAI eigentlich geplant, einen großen Sprung zu machen mit Orion.
Das ist aber nicht gelungen. Das setzt sich kaum ab von seinem Vorgänger. Das ist auch ähnlich wie bei Copilot, respektive von bei Gemini von Google. Also man entwickelt und entwickelt und kauft Chips und trainiert diese Programme für immenses Geld, Energiekosten etc. und stellt fest, die Fortschritte werden immer kleiner, die Luft nach oben wird immer dünner und jetzt hat man aber sehr, sehr viel Geld investiert. Und hier sehen wir schon mal auch bei Bloomberg jetzt diese Headlines: OpenAI, Google, Anthropic are struggling to build more advanced AI. Also das fällt immer schwerer und das bedeutet, wie Just Dario hier zeigt, dass früher oder später Microsoft Abschreibungen vornehmen muss auf den Wert von OpenAI, weil die Versprechen nicht gehalten werden, dass diese ganzen Datacenter nicht das liefern, was sie eigentlich liefern sollten. Jetzt hat man aber viele, viele Milliarden investiert in diese Datacenter. Wir dürften jetzt so bei 700, 800 Milliarden Dollar sein an Ausgaben für KI bei diesen großen Konzernen alleine. Und einer wird bald nicht mehr mitspielen, das ist Supermicro Computer, dritt- oder viertgrößter Trading Partner, Handelspartner mit wie heißt's, Nvidia heißt's. Und es sieht so aus, dadurch, dass sie ihren Bericht nicht vorlegen können, also praktisch ihren Finanzbericht, dass die wohl delistet werden von der Börse. Die Aktie nachbörslich dann nochmal deutlich unter Druck bis 16. November. Also übermorgen muss da was passieren, sonst ist Ende Gelände mit Börsenbewertung. Und übrigens, Börsenbewertung, Nvidia macht Folgendes, und das ist sehr interessant, das hat zuletzt Enron gemacht. Man versucht, zukünftige Gewinne jetzt schon mal als aktuelle Gewinne zu verbuchen. Genau das ist hier passiert in diesem 10K-Form, den Nvidia im Februar vorgelegt hat. They are using future expected gains into their current income forms. Also man rechnet schon mal die zukünftigen Gewinne in die aktuellen Berechnungen mit ein. Das ist hochgradig fragwürdig und hat zu dieser Luftnummer von Enron damals geführt, jene Firma, die dann so spektakulär über den Jordan gegangen ist. Damit will ich nicht sagen, dass Nvidia nicht Geld verdient. Natürlich, aber man verdient ein bisschen mehr laut Bilanz als wohl tatsächlich, so würde ich vermuten. Und jetzt kommt Ed Yardeni, der Superbulle, um die Ecke und sagt, also wir werden goldene 20er Jahre sehen, eine Wiederholung der 20er Jahre. Okay, und dann, was ist passiert? 1929, da gab es einen Mr. Irving Fisher, der damals von einem dauerhaft hohen Plateau der Aktienmärkte gesprochen hat, also die goldenen 20er Jahre, die sind dann allerdings im Oktober 29 sehr schnell und sehr heftig geendet. Und ich nehme an, dass Ed Yardeni dann immer genannt wird, wenn diese KI-Blase geplatzt ist zum Beispiel, wird man ihn auf eine Stufe mit Irving Fisher stellen. Das wird interessant sein zu beobachten. Wir sehen zum Beispiel bei den Semiconductors, die laufen gar nicht mehr so richtig gut, also Halbleiterwerte, KI. Jetzt ist momentan Dogecoin, Coinbase, Tesla, Bitcoin, Banken sind gefragt, die Regulierung das Stichwort, Small Caps. Der Dollar steigt immer weiter und macht damit die Lage für viele in Dollar Verschuldete immer schwieriger und die Welt ist ja grundsätzlich in Dollar verschuldet. Was fehlt oder nicht gut performt, sind Long-Term Treasuries, also Staatsanleihen, die fallen im Kurs, dann steigt die Rendite. Internationale Aktien, Öl, Gold, China, Trump, Media und der Volatility. Und das Interessante ist, dass Bitcoin massiv steigt, der Fear & Greed Index bei Krypto respektive hier schon extrem hoch. Bitcoin steigt, während im Prinzip die Aktienmärkte der Welt schwer unter Druck sind, wenn sie nicht gerade in Amerika sind. Das sehen wir zum Beispiel bei India. Hier ist gar nicht mehr so bullisch, da ist man jetzt in einer Korrekturphase. Wir sind jetzt zumindest mal 10% zurückgekommen. China ist unter Druck, wie wir wissen, aber auch die US-Märkte zum Beispiel, da ist es so, dass die Earnings Estimates, also die Gewinnerwartungen, eigentlich permanent fallen für 2024. Respektive 25, also das ist, die Kurse steigen, aber die Gewinnerwartungen fallen. Wie passt das zusammen? Diese Frage muss man sich stellen, ebenso wie die Frage, warum war Joe Biden und seine Frau Jill Biden gestern so auffällig gut gelaunt, als man mit Donald Trump sich traf im Weißen Haus? Da haben wir den Joe Biden strahlen sehen, wie schon lange nicht mehr, vielleicht heimliche Genugtuung, dass es Kamala Harris nicht geschafft hat, das Tischtuch zwischen Kamala Harris und Jill Sander, der Frau von Biden, die faktisch dann wahrscheinlich mit die Regierung geleitet hat, als der Joe mal zwischenzeitlich nicht so fit war,
Die haben sich nicht mal angeblickt bei einer Zeremonie, geschweige denn die Hand gegeben. Also da ist richtig eisige Atmosphäre, eisig auch das Vorgehen jetzt des FBI, die praktisch den Chef von Polymarket, jener Webplattform, die den Trump-Sieg vorausgesagt hat, mal eben das Handy beschlagnahmt haben und in die Computer, böse, böse, hat der vielleicht da für den Sieg von Donald Trump gesorgt, gell? Und jetzt kommen wir zurück nach Deutschland, wo gestern der Scholz gesprochen hat, der Merz gesprochen hat. Und diese Szene hier, die gibt es als Video, wo Scholz sich dazustellen will zu Merz und Lindner und beide sich so wegdrehen, kein Bock mit dir zu reden, und Scholz dann so ein bisschen verlegen, macht dann die Biege und dann fangen Merz und Lindner an zu tuscheln und man merkt, wie sie über den Scholz spotten. Das sagt mehr als 1000 Worte, was man hier gesehen hat. Ich glaube, da hat der Mr. Marschmeier ein Punkt, wenn er sagt, es ist die größte Lüge an die Wähler, dass die Energiewende einen Wirtschaftsboom auslöst. Genau das hat ja Scholz versprochen. Es hat sich alles verteuert, das Ausland lacht sich schnapp, weil wir unsere Autoindustrie, unsere Haupttreiber der deutschen Wirtschaft zerstört haben. Wie wir dreckigen Atomstrom aus unsicheren Nachbarländern und Atomkraftwerken beziehen, das ist völlig gescheitert, also totaler Quatsch, und gescheitert eben auch dieses Verteilen hin in diese Sozialtöpfe. Stichwort Bürgergeld, nicht nur die Bürgergeldanhebung, sondern die Ausweitung der Empfängerkreise. Wir investieren also nicht in Infrastruktur, in Innovation, sondern in Konsum, und das fällt uns jetzt auf die Füße. Hier mal ein Beispiel: Paar mit zwei Kindern hat ab Januar Anspruch auf 2500 Euro Bürgergeld. Das entspricht einem Bruttogehalt von 3320 Euro. Da gibt es wenige Berufe, die da noch mithalten können. Arzthelfer, Bäcker, Buchhalter, Bürokaufmann, die sind schon mal raus. Das heißt, du hast Anreize, nicht zu arbeiten, und das ist ein Riesenproblem. Und wenn es dann zu einer Koalition, zu einer Wiederauflage der Großen Koalition kommt, das hat sich mein Kollege Claudio Kummerfeld mal angeschaut, dann wird es weiter keine guten Aussichten für die deutsche Wirtschaft geben. Warum? Ist in diesem Artikel, wie ich finde, sehr, sehr gut begründet. Erste Empfehlung, und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren: Wir sehen ja, dass Gold derzeit unter Druck ist, deutlich unter der Marke von 2600. Wir haben einen Goldreport, wo wir die aktuellsten Dinge, Trends in Sachen Gold für Sie bereitstellen. Da können Sie sich noch kostenlos registrieren, einfach per E-Mail, und dann erhalten Sie da den Zugang, hat mein Kollege Stefan Jäger zu verantworten. Ich packe Ihnen den Link mal dazu rein. Für alle, die es mit dem gelben Edelmetall halten, ist das ein Must-Have. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.